niemanden kalt. Hier mach ich immer wieder gern halt. Ich spiele Ihnen einen Song vor. Sie sagen mir, ob Sie den kennen. Okay? Okay. Gut, bitte einmal aufsetzen. Doch, bitte. Leise. Das hier. Nee. Nein. Wie klingt das? Nett. 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 Nett klingt's, ja. Nett ist aber auch der kleine Bruder von... Wie klingt das? Also es klingt auf jeden Fall nach Gotha. Ja. Entspannend auf jeden Fall. Entspannend? Ja, das ist ja zum Einschlafen. Das ja. Klingt so wie so ein Schlaflied. Kenn ich. Na, das ist unsere Godau-Hymne. Ja? Ja. Kennt man die wirklich in der Stadt? Also kennen die viele? Wirklich gesagt, habe ich sie vor 2 Jahren das erste Mal gehört. Zu welchem Anlass? Godhartusfest. Wenn du irgendeine Hotline anrufst hier in Godau, was von Emdern ist, hörst du die Hymne im Hintergrund. Ja, also finden Sie die Idee? Ja, ist lustig. Godau ist eine schöne Stadt. Ja? Ja, passt. Kann man zeigen und kann man drüber singen. Ja klar, sicher. Ich würde es nicht machen. Sehr mutig die Aussage. Er will nie wieder weg von hier. Könnten Sie jetzt nicht so unterstreichen? Nicht unbedingt. Also Sie sind gerne hier? Ja. Aber auch gerne weg. Aber Sie finden es okay? Ich finde es okay. Und wenn Sie es jetzt auf dem Godhartusfest hören, können Sie mitschmettern? Oder? Ich bin wirklich? Nee. Nee? Nee, ist nicht mein Ding. Ein bisschen langsam. Hm? Könnte flotter sein, aber gut, da ist halt ein bisschen verschlafen. Ich finde das schön, das Lied, wirklich. Ja? Es gibt ja nicht viele Städte, wo sie ein Lied singen. Nein, doch, das passt. Mit ja. Thüringer Wald kommt da irgendwas, gell? Mit ja, super, ich finde es schön. Also wenn es hier am Godhartusfest gespielt wird, singen Sie mit? Sind wir dabei. Natürlich sind wir ja, dabei. Wirklich? Ja, wirklich? Kennen Sie die ersten Zeilen? Geht das? Nein, das kann oder ich nicht. Oder müssen Sie dann immer gucken, dass die anderen auch schön mitsingen? Ja, also wenn du mit drinne bist, dann ja. singst dann du, das singt, so da kommt das. Ja, das würden Sie sich das zutrauen? Hier, jetzt? Nein. Ganz leise? Nein. Ich habe einen Text sogar mit. Nee. Nein. Auch nicht. Schade. Also einige kennen die Gotha-Hymne dann doch hier in der Stadt, wahrscheinlich, weil es auch immer auf dem Fest läuft. Aber mitsingen wollte bisher noch keiner. Deswegen gucken wir jetzt mal. Im Rathaus müssen sie es ja kennen und können. Und da fragen wir mal den Oberbürgermeister Knut Kreuch. Sie haben ja wirklich eine schöne Hymne, die kann man auch so nennen. Und wir haben im Jahr 2006 einen Bürgeraufruf gestartet. Und da gab es natürlich unzählige Lieder, die da eingereicht worden sind. Und seit dieser Zeit ist dieses Lied für uns präsent. Es ist zum Godhartusfest vor 10 Jahren am 2. Mai 2008 öffentlich präsentiert worden. Das war ein Lied, wo die Gotha mitgerockt haben, weil es haben Gotha für sie auch gesungen. Und das war das Schöne an der ganzen Sache. Ich denke, die Gotha sind schon stolz darauf, dass sie eine eigene Hymne haben. Und sie hören sie ja immer wieder gern, weil sie in der Warteschleife der Stadtverwaltung Gotha drin ist. Ach, tatsächlich. Da muss ich mal mit dem Mikro ran. Hier mach ich immer wieder gern heil. Eigentlich müssten es die Mitarbeiter hier in- und auswendig kennen. Okay, testen wir es mal. Wie geht's los? Gotha, du Perle am Thüringer Wald, du lässt niemanden kalt. So geht's los. Und wie geht's weiter? Das frage ich Sie jetzt. Können Sie singen? Nein, ich kann nicht singen und ich werde auch nicht singen. Sie werden es auch nicht singen? Nee. Ja, genau. Ich habe hier noch einen Spickzettel. Oh, so kann man ja nicht sein. So, und los geht das. Knut Kreuch performt die Gotha-Hymne. Thüringer Wald, du lässt niemanden kalt. Hier mach ich immer wieder gern Halt. Gotha, dein Herz am richtigen Fleck, hab dich neu entdeckt. Und will niemals wieder hier weg. Alles klar, vielen Dank. Dankeschön, Herr Kreuch.